Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Skyward Sword. Und dieser Ort ist nervend. Wichtigste Sache hier neben den Bomben ist das Netz. Was haben wir hier drin? Ah, Wüstengras, wunderbar. Wüstengras kannst du in der Wüste, René, und anderen Orten finden. Er rollt über den Boden und kann für einige Dinge verwildert werden. Wenn du es siehst, fang es schnell mit deinem Schmetterlingsnetz ein. Ja. So, ging auch anders, aber so will ich es. Neues Leben. Also die wollte ich am liebsten nicht lebend haben. Hilf mir. Du lebst auch noch? Ich hab... So, schön, erst in die Schulter rein. Du hast mich gerettet. Das war knapp. Er hätte mir ja die Kerle den Strom abgeklemmt. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der kommt von hier, ist aber ein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dir dieses Ding ein wenig verbessern. Und nun? Hast du den Greifkäfer erhalten? Jetzt kannst du mit dem Käfer Objekte greifen und festhalten. Pass auf dich auf! Und was das genau bedeutet. Sehen wir hier. Nun können wir auch den Käfer eigentlich verbessern auch. Könnt ihr noch ausschalten, aber nee, das mache ich gleich. Erst einmal hier rein. Abkürzungen schaffen und sichere Wege. Und du kriegst es ins Gesicht. Und die auch mal ein paar sichere Wege machen. Ja.
sowas nicht gedacht. Gut gemacht, Käfer. So, ein blauer Rubin ist das nur. Das hat nicht richtig funktioniert. So. Geschafft. Jetzt heißt es immer weiterkommen. Rubin. Den Halbmond brauchen wir nicht. Und was haben wir hier hinten? Da drüben müssen wir irgendwie noch hinkommen. Ich mag den ersten Teil der Wüste gar nicht. Nur das geht zu jedem. Ja, aber für dich. Erstmal hier rüber. Rund. Ameisen. Drei Stück gleich. Der Ranellmeisen. Ich mag dich nicht, du magst mich nicht, wir alle mögen uns gegenseitig nicht. Darum werfe ich jetzt das auf dich herab. Und noch schnell hier rüber. Und das nächste Artefakt, das wir befreien. Jo. Jo.
Jo. Eigentlich nur noch gleich darüber und durchlaufen. Speichern. Und einmal den Abkürzung schaffen, dass wir nicht mehr darum drüber müssen. Und ja, wenn ich runtergefallen wäre jetzt hier. Bin ich einfach nur Spielstand neu geladen. War mal bevorzugt. Gut. Okay, eigentlich nur Flucht. Mist. Gleich auch mal abspeichern, damit es nicht nochmal sein muss. Von dort nach dort nach dort. Einfach durchlaufen. Alles, was hier existiert, ist nicht wichtig. Dann wollen wir mal weiter. Komm. So, 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 so und weiter.
Tempel der Zeit. Schön. Na, Ort. Das wollte ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ach, wenn wir dann schon mal hier sind. Werden wir einmal schnell nachschauen, was wir hier drin haben. Ein Herzmillion braucht keiner. Dahin ist die nächste Truhe. Nee. Und wo wollen wir noch hin? Richtig, wir wollen zum Tempel der Zeit. Oder Wüstenschlucht. Und Versuch Nummer 2. Jetzt brauchen wir die Schleuder. So. Und rein mit dir, Link. Entzünden wir mal die kurzen alles. Entzünden ist falsch gesagt. Weil sieht wunderschön aus, der Baum so. So, jetzt ist Tor offen.
Hihi. 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 Oh, der Krone. Oh, so trifft man sich wieder. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber dich trifft man wirklich an den verrücktesten Orten. Hör, ach, aber hör mal, ich habe hier gerade die Entdeckung des Jahrtausends gemacht. Dies ist der Tempel der Zeit, ein sehr heiliger Ort. Man stell dir vor, an diesem Ort habe ich eine Bewohnerin der legendären Insel der Göttin gesehen. Ihr Kleid war ganz so wie die Schriften schildern. Ist mit einer anderen Person in den Tempel gegangen. Ich wollte ihnen folgen, aber da gab es eine Explosion. Und Resultat siehst du ja. Jetzt kommt hier keiner mehr durch. Und dabei wüsste ich nur zu gerne, was sie da gesucht haben. Nein, Fei. Gut, Fei. Danke, Fei. Ich vermute irgendwie immer wieder das Pfeil auftauchen will. Ja, der muss weg. Hey. So. Würde jetzt bitte gehen. Upsala. Nun, deine Karte hat Fehler. Ich repariere sie. Wie soll eine Karte Fehler haben? Auf jeden Fall, so sah es früher aus. Das Renell-Stellenwerk ist da vorne. Evita, ich habe dir etwas zu berichten. Die Übereinstimmung der Karte mit der derzeitigen Umgebung beträgt 35%. Der Unterschied ist beträchtlich. Ich schätze, dass die WR-301-Einheit vorhin die Karte an das frühere Landschaftsbild angepasst hat. Vorteil für uns, denn wir sehen damit alle Wege. Fliegkäfer, flieg! Fliege! So. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Ich wirklich. Es gibt schlimmere Artefakte, Göttin. Nur wenn das Schwert nicht will. Aber es wird getroffen. What?
Mal schauen, was haben wir hier? Ein Gebiet, das wir erst später erkunden können, oder? Nee. Oh, wenn wir wieder zurück hier wollen. Wollen wir das? Nee. Dann sehen wir, dass wir erstmal hier müssen, um hier hinzugehen zu können. Gevita, ich habe etwas dir zu berichten. Du steckst auf Treibsand, ohne zu versinken. Ich empfehle dir, die Kerle anzuschauen. An der Stelle verlief einst eine Straße, die nun durch den Treibsand verdeckt wird. Es scheint, als könntest du hier laufen, ohne zu versinken. Ja, Signale und die Chemie mehrere. Einfach immer nur an den ganzen Punkten, wo man hin will, Markierungen machen. Am besten auch die Straße dann treffen. Ach, hier war die Straße. Komm, nein, danke. Stuhl, Vorstatue, ansprechen. Und was diese Maschine da sein wird, das erfahren wir erst im nächsten Part. Euch noch einen schönen Tag und ciao.